Hallihallo, ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist das zweite Video der Ausreise vom Serverwechsel. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein bisschen länger geworden als 10 Minuten, aber ich habe es einfach nicht anders unterbekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Auf ein Wort. Hör ich den King? Ich warte hier kurz. Rein bitte in den Bus einsteigen. Oh Gott, Officer ist diese Stimme. Zum Dienst. So, alle in den Bus, alle in den Aua. Bus. Ich im Bus. Alle in den Bus einsteigen, Bewegung. Oh. Los, okay. Z. Hallo Schatz, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Danke. Ja, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Officer Damien. Die haben dich und den Corbin dazugeholt. Oh, ja, wir warten gerade, bis die Leute einsteigen. Ja, ich bleib nicht hier stehen. Oh, was auf Schuss. Fuck, Raketen. Ich will ja einsteigen. Los. Der Sandman ist raus. Der Sandman ist nicht mehr hier. Der ist gerade rausgeflogen. Oh, shit. Apokalypse. Wie geil das gemacht ist, Mann. Puh, was ist denn hier los, Mann? Ich bereue es immer noch, in diese scheiß Stadt gezogen zu sein. Eine ganz kurze, untypische Unterbrechung für ein YouTube-Video, aber mir ist jetzt erst aufgefallen, dass Brigitte gesagt hat, sie hat es nicht bereut, als sie uns kennengelernt hat. Oh Gott. Brigitte, wir lieben dich. Es geht weiter. Viel Spaß. Ich nicht. Und ich wollte dich nur besuchen kommen. Es tut mir leid, was soll ich denn das wissen? Das ist immer noch besser als meine Ex-Männer. Was? Brigitte ist optimistisch. Sag mal, Schatz. Ja, Zivilistin. Oho, die Uniform steht dir. Der King! War jetzt ernst gemeint? Alter, bei den Cops! Da muss die Kacke mal richtig am Dampfen sein, dass man den King zu den Cops holt und dem eine Waffe in die Hand drückt. Ja, pass auf, ich hab meine Hose verloren. Wir müssen das irgendwie klären. Ich habe keine Ahnung. Ist Ihnen alles gut, Herr? Ja, dem Darm geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Meinem Darm geht's auch gut. Ja, na klar. Ich kriege auch schon ständig Reizblähung. Irgendwas gesehen. Irgendwelche Raketenwerfer gesehen. Ich habe zwei gepanzerte Fahrzeuge mit Dachgeschützen gesehen. Und ich habe einen verfickten Heli gesehen, der auf mich geschossen hat. Ja, haben gerade echt Spezialisten gesagt. Ey, die zwei. Ja. Oh Gott, ja. Leute. Hendrik ist jetzt auch dabei. Oh Gott. Oh Gott, drei Spezialisten. Alter, die Kacke ist richtig am Dampf. Wir sind verloren. Wieso? Ich hatte vier Flugstunden und ich bin einmal richtig gelandet. Also es kann nur besser werden. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Bist du schon einmal richtig gelandet? Oder ist er schon, nach oben mit dem... Naja, die anderen Mal waren... relativ gut. Okay. Also hört mal zu, wenn wir jetzt heute hier tatsächlich alle sterben. Dann leg ich hier eine dicke Kringel auf den Boden. Hier stirbt niemand, okay? Also wer mich nochmal aus dem Kleid pellen will. Am besten jetzt. Okay, ich muss durch. Ja, noch klar. Wieso geht ihr denn alle weg? Ich glaube, du wurdest angesprochen. Ich verstehe es auch nicht. Mosi? Ihr Schweine, ihr habt Mosi gekillt. Nein. Nein, der lebt noch. Der hat wahrscheinlich nur das Tor auf den Kopf bekommen. Oh Mann, nein. Na dann. Ach. Das Ding ist halt Ventil. Ja, na klar. Oh, nervös. Same. Ich bin noch. Da steht wow. Wenn dich jemand reinlässt, oder nicht? Was machen wir denn da? Ja, hier draußen. Erstmal hier sammeln. Danke. Lass mal bitte den Herrn rein. Was machen wir denn jetzt? Wir lassen den Herrn mit dem russischen. Ich glaube, wir bleiben hier, ne? Okay. So, einmal mitkommen zum Ziel. Ein Mann, das Volk ist zu ihm. Was ist denn hier? Medic! Habt ihr jetzt den Schief ausgenockt? Ruhe hier! Jetzt alle Ruhe hier! Na ja, na klar! Guck der Lichter, wer los? Das wäre die Gelegenheit! Mit was? Mit einem größeren... Ich hab nur den Helm abgesetzt! Boah, ich hasse es jetzt schon, ich bin ein Ex-Cop! Was war das? Oh, jetzt hat's geknallt! Hier, irgendwie. Wollen wir uns sonst hier hinten in die Ecke? Jesus. Wir kommen schnell hier hinten mal in die Ecke. Ich wollte nur ganz ruhig arbeiten. Ach Mann.
Gott. Junge, ich finde das zu krass. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich bereue es gerade so dermaßen, in diese Stadt gefallen. Ich sterbe in Arbeitsklamotten. Ich sterbe ohne Klamotten. Werder, das ist geil. Bisschen voll am Arsch. Boah, Bertha, wir haben dasselbe Tattoo am Hintern. Echt? Du hast einen Arsch gemacht? An die Cannaboys. Bist du auch. Ihr bleibt bitte komplett ruhig. Und werd nicht frech. Die Russen, das ist kein Spiel mit denen. Okay. Gut. Okay. Ich pass auf mich auf. Ich geb mein Bestes. Besoffen ist alles leichter. Bis später. Dann stolper ich immer bloß über meine Füße. Raketen starten, ich muss raus. Haut rein. Oh nein. Pass auf dich auf. Verdammte Scheiße. Die Sarah stirbt 1000 Tode. Was bist du eigentlich hier? Du bist doch hier der Obermacker. Ich wusste nicht, dass wir was gemeinsam haben. Das ist so spannend. Fertig. Ich stehe nur hier und denke mir, Scheiße, was passiert? Ey, kommt doch mal weg von den Fenstern. Oder sind wir hier draußen? Naja, ich gehe mal kurz zu den anderen. So die Deckung, die sind auf Wechseln. Das machst du auch synchron. Erzähl es aber keinem. In der Karre wären wir auch ziemlich schnell. Oh Gott! Ja, hast ja gesehen, aber eine Karre ist ja kaputt. Oh Mann. Fuck. Nee, ich würde auch nicht hingehen. Sagen wir dir am Fenster stehen, aber nicht nach oben. Viel Glück, Jungs! Seid vorsichtig! Dum. Du. Ja, na klar. Reist ja hier durch den ganzen Tiefgarage hier. Das ist ja, weil ich nervös bin! Ja, schrei doch nicht so. Vor allem, ich will jetzt wissen, was hier da draußen abgeht. Ah ja, ich glaube, das ist das Zwerg da hinten. Hier, das Standgebläse da hinten mit der grünen. Standgebläse. Hallo, Panik, hallo, warum schreibt er nicht hallo? Eine Sache gefällt mir überhaupt nicht. Ja, was denn? Wenn man da hinten in die Ecke geht, dann hört man irgendwas piepsen. Ich hör's auch. Doch, ich hör's auch. Piep, piep. Vielleicht eine Bombe piep oder ein Wecker, der nicht ausgeschaltet wurde. Was? Warte, was? Was? Leute, ist hier eine Bombe? Kann das sein? Oh, ich geh von der Wand weg, 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 ich geh von der Wand weg. Ja. Damien, bei uns hinten an der Wand, da piepst was. Ja, was? Da piepst was. Alles klar, tschüss. Mhm. Er sagt, das ist nur ein leeres Handy, ich glaub ihm irgendwie nicht. Klar. Also wenn das, was da piepst, eine Bombe ist. Dann stehen wir hier besser. Ja. Hinten, bei dem A! Vorsicht, da liegt noch ein Köttel von mir. Ja, genau, jetzt gehen wir da alle in die Ecke. Ja, das piepsen wir vielleicht doch nicht so gut. Ja, dürfen sie. Oh Gott. Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht nervös. Gar nicht nervös bin ich, überhaupt nicht. Gang. Einsatz in der Garage? Naja. Das ist doch erstmal sicher. Kollegen. Ich brauche noch einen Medic, Mann. Schnell. Ja. Alle? Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oha. Ah! Ich hab nicht gehört, dass ich sowas mal miterlebe. Oh Gott. Einmal bitte raus hier. Wir haben eine Bombendrohung. Ach was. Ja. Ach was. So, jetzt einmal alle mitkommen, bitte. Raus hier. Raus. Okay. Ach und hier ist es besser, oder was? Also ich fühle mich Vorsicht, da drin Vorsicht. Oh Gott, die schießen hier. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das hier sicherer ist als da drin. Der Panzer zielt auf uns, der Panzer! Wer da geht zurück? Da ist ein Panzer? Alle Zivilisten in den Bus! In welchem Bus? Die Rettungswege! Ah. Bewegung! Oh, das ging an! Oh Gott! So, Scheiße, was ist jetzt? Wer gehört dieser scheiß Krankenwagen hier? Hör doch auf rumzuschreien! Die RTWs sollen aufgesperrt werden. Oh Gott! Mann. Oh, wie gern wäre ich bei dieser Schießerei dabei. Ich kann gut zielen. Ich kann das. Hier
Hier ist noch. Schaut sich an, wie der Zwerg mit seiner Mütze da drin hängt. Mit seinem Casual Outfit. Völlig gechillt. Alter, Schatz, wie siehst du aus? Nein, der ist in 2 Minuten da. Was? Wie siehst du aus? Ich schieße jetzt schon wieder. Oh, die sind hier. Oh, geht rein, geht in die Halle rein. Geht mal rein. Der Bomber. Herr Vincenzo, ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Twister. Ich glaube, das wird zwei. Hier wollte Twister spielen ohne mich. Ich hatte RDW-Waren von Ich habe mit der US-Regierung telefoniert und mit unserer Staatsverwaltung. Unsere Staatsverwaltung gibt es nicht mehr. Hä? Wie? Was? Die haben sie meine aus? Stadt eingenommen? Die haben halt die 2 Stunden geschafft, was der King, seit er hier auf der Insel ist, versucht hat. Das bedeutet, hallo, im PD wurde jemand zurückgelassen. Wieso sind wir nicht gleich zum Flughafen gefahren? Ja, holen wir. Oder die Flugzeuge hier. Ey, wie kann denn sowas passieren? Oh Mann. Ja, renn! Renn halt, Girl! Digga, sie hat die Ruhe weg! Da kommt rein! Lauf halt langsam, ist okay. Alter, wie kann man denn hier noch so gechillt Zeit. Bleiben? Naja, wahrscheinlich ein bisschen Weed geraucht. So, legst du in den Bus auf links? Oh, hier unterm Sitz ist noch was. Warte mal. Gib mir Bilder, Alberta, ich will auch! Alberta, her damit! Nur eine leere Flasche gefunden. Scheiße! Hey, die zwei! Gesucht und gefunden! Wie sie halt instant mit einsteigt und sagt, gib mir auch ein! Genau. Bleiben wir denn alle in Kontakt? Natürlich. Na klar. Brigitte, wir sind doch Freunde. Naja, obwohl, wenn die Russen die Nummern übernehmen, warum? Würde er überleben. Ja, ich werde schon überleben. Der ist ja nicht aus Zucker. Mein Gott. Ich glaube, ich habe mir einen Tripper eingefangen. Er sieht ganz stabil aus. Ja. Entschuldigung. Bist du bewaffnet? Nee. Ja, dann musst du links. Achso, ja, na klar. Brigitte fällt gerade aus alle Wolken, weil wir auf einmal alle Waffen haben. Ich hätte so gerne Sniper. Ach, wisst ihr, was zur Not habe ich einen Fallschirm dabei? Ich habe auch einen Fallschirm, ich weiß nicht, wie ich benutze. Ich habe einen alten dabei, der geht nicht mehr. Am Flughafen wird geschossen. Wie gut, dass wir gerade weg sind. Was? Nein, sag doch sowas nicht! Also ich hätte Alternativen, L.A. Ihr Lieben, wir sind nun am Ende des Videos angelangt und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch etwas mitzuteilen. Und zwar habe ich im Nachhinein erfahren, dass die Brigitte, also der Charakter Brigitte, nicht der Spieler, dass die Brigitte diesen Flugzeugabsturz leider nicht überlebt hat. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, um einen kleinen Gedenkmoment für die Brigitte hier einzurichten. Brigitte, wir lieben dich und du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben. Bleiben wir denn alle in Kontakt? Natürlich.